Jetzt kommen wir mal dazu, warum das Auto LF106 heißt. So, was haben wir denn jetzt hier für ein Schätzchen? Das ist eine FBN 10-1000. Also das heißt, deshalb ist das LF106, ne, weil das weist darauf hin, dass wir hier einmal eine 1000 Liter Pumpe haben. Eine 10-1000 halt drauf. Und die 10-6, weil ihr habt einen 600 Liter Behälter normalerweise nach Norm drauf. Genau. Ist das bei euch so, oder? Nein, hier sind natürlich nicht 1200 Liter Wasser drauf. Sogar das Doppelte. Genau. Also würde man eher fast sogar eigentlich sagen, wäre es ein LF10-12, ne? Aber 10-6. Also es gibt die verschiedensten Konstellationen, da darf man jetzt auch nicht so pingelig sein. Man weiß nur, wenn man hört LF106, was man ungefähr vorfinden wird. Okay, aber schöne Pumpe, ja, alles gut. Das ist der ganze Zubehör, was für hier Saugkorb und genau. Sammelstück und so, das habt ihr alles hier oben drüber. Also, das fällt mir jetzt ziemlich doll auf, dass hier alles sehr aufgeräumt und mit Raum ist. Also, ihr habt das echt nicht so vollgestopft wie die meisten Fahrzeuge, dass er jeden Raum nutzt. Ich wüsste, bei den anderen würde jetzt hier wahrscheinlich noch, oder bei vielen anderen würde jetzt hier noch zwei Kisten, blaue Kisten zwischen sein mit irgendwas anderem noch drin. Genau. Ne? Aber das habt ihr, also, das finde ich ja ganz interessant, dass ihr das so macht. Und was habt ihr oben auf dem Dach? Eine Schiebleiter, eine Steckleiter und die Schlauchbrücken. Schlauchbrücken. Habt ihr zwei oder drei Schlauchbrücken oder vier? Also? Drei. Drei, okay, weil für verschiedene Spurbreite und so, wisst ihr alles. Supi, dann gucken wir mal auf die andere Seite. Ah, ich weiß, jetzt werden sich viele freuen, weil es gibt noch ganz viele Fans, also auch auf YouTube, die diesen Schnellangriff halt immer noch so zelebrieren, ne? Ist halt immer ein bisschen schwerer von der Beladung her. Das heißt, meistens muss man dann auf andere tolle Sachen verzichten, weil das halt echt nicht besonders leicht ist. Ne? Okay, aber ihr habt einen Schnellangriff. Und auch gleich mit einem Hochschraubrohr dran. Den Schnellangriff, wie bedient man den denn? Auf der Seite hier die Bremse lösen. Also das heißt, man legt ihn raus, legt ihn hier zwischen und dann kann man hier rüber rausziehen. Ne? Genau. Und wie wickelt man wieder auf? Mit der Hand. Mit der Hand, okay. Ja. Aber man sieht auch schon am Schlauch, dass er schon ein paar Mal benutzt wurde. Wenn man das aufwickeln muss, entweder macht man das in der Praxis, weiß ich auch, man fest hier an und dreht es mit der Hand auf, oder man kann auch mit der Kurbel das machen. Ne? Genau. Zack, ist es weg. Ja, hier haben wir noch Zumischer. Ja. Schaumrohr, das ist aber nur der Aufsatz dazu. Okay. Wo das. Ach, hier können M4S4, das ist irgendwie eine Kombination aus beidem. Mittelschaum- und Schwerschaumrohr. Genau. Stützkrümmer ab der B, achso, B-Mehrzweckschrauber war auf der anderen Seite, glaube ich, ne? Genau. Okay, und hier ist der Stützkrümmer dazu. Okay. Noch mehr B-Schläuche. Oh, ich mache mal nur oben auf, ne? Okay, und Schaummittel habt ihr wie viel? 120 Liter, oder? Genau. Ihr seht da gerade 6 Kanister. Gut, Schlauchhalter habt ihr auch. Ja, ich sehe schon. Also auch so, ne? Also hier ist ja echt noch ein leeres Fach. Genau. Also hier habt ihr R2D2 stehen. Genau, das ist ein Wassersauger. Wassersauger, okay. Hier haben wir auch noch Ölbindemittel drin und der Zubehör für den Wassersauger. Und ein Streuwagen für das Ölbindemittel. Okay, Streuwagen, also wenn Öl streut, also das haben wir zum Beispiel auch nicht. Wir streuen wirklich noch mit Hand und Schaufel. Aber ist natürlich auch relativ sinnvoll. Ne? Genau. Lot schon mal ja ganz normal, ideal Standard, sag ich mal, ne? 6 kVA. Das heißt, man kriegt ungefähr 5 kW raus. Und ihr habt auch schon standardmäßig den Lichtmast dann angeschlossen. Das heißt, wenn ihr den Lichtmast betreiben müsst, müsst ihr jedes Mal den Möppel erstmal anziehen. Genau. Okay. Na, ist so gut. Kraftstoff gleich daneben. Aber ist zwar jetzt nicht so vollgestopft, aber mir fällt es auf, dass die ganzen Schubfächer alles super leicht laufen. Also man merkt hier schon, dass das gepflegt ist. Ne? Es wird ja oft benutzt und ich glaube, der Gerätewart ist hier ganz penibel am. Bist du das? Nee. Nein. Okay. Ich gerade so freue, aber das ist ernst gemeint. Man merkt schon, dass die Sachen alle hundertprozentig funktionieren, die hier drauf sind. So, Beleuchtungsgerät, ganz normal, Flutlichtstrahler. Aber halt Stromfresser, ne? Ja. Ja, hier haben wir noch Kabeltrommel,
Verteiler für die ganze Elektrik. Ja, drei Stativ. Genau. Verkehrssicherungsmaterial ist hier. Kanister, 5 Liter, was ist das? Das ist Streusalz drin. Ach, Streusalz. Ah ja, das hatten wir auch schon mal. Das ist auch eine gute Idee, wenn ihr mich im Winter ums Fahrzeug herum nutze das, ne? Damit ihr selber nicht euch auf die Nase legt. Auch sinnvoll. Achso, und hier habt ihr sozusagen. Das ist der Einreißhaken. Der Einreißhaken, den wir auf der anderen Seite vorhin gesehen haben. Der geht nämlich nach hier raus. Genauso mit dem Stiel für. Das ist für die Feuerpatschen, genau. Super. Also ist jetzt ein überschaubares Fahrzeug, aber finde ich super und wahrscheinlich taktisch auch sehr wertvoll, ne? Alles das mit TH, was du schon sagtest. Genau. Also alles für die kleine technische Hilfeleistung. Ja, super. Eine Frage habe ich jetzt auch nochmal. Saugschläuche? Haben wir nicht. Wir haben mit unserem Tanklöschfahrzeug, da haben wir Saugschläuche drauf, die haben wir bewusst drauf verzichtet, weil ja. wir mit dem nur rein in der Stadt rumfahren. Offenes Gewässer machen wir mit dem gar nicht. Okay, aber ihr habt ja noch genug andere Fahrzeuge, ihr habt ja sonst noch ein TLF und alles hier noch. Genau. Weil ihr kein offenes Gewässer macht mit dem Fahrzeug, lasst einfach die Saugschläuche hier weg. Genau. Ist ja, können wir machen. Also das heißt auch mit Wasserspeichern und sowas. Ich meine, gut, wenn ihr losfahrt, dann habt ihr auch immer mehrere Autos dabei. Ne? Genau. Deshalb, okay, ist ja auch interessant. Aber deshalb auch irgendwo ist hier so ein bisschen Raum. Ja, also ganz herzlichen Dank, war echt interessant. Ein schneller Ausflug und finde ich super. Lasst für die Kameraden jetzt auch für Dennis nochmal schönen Dank für die tolle Erklärung. Und lasst ihm mal ein Gefällt mir hier und bin jetzt gespannt gleich auf die Drehleiter, die wir uns da angucken werden, wenn die aus dem Einsatz wieder zurück ist. Genau. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ihr kein offenes Gewässer braucht, macht mit dem Fahrzeug, dass ihr einfach die offene, diese, also weil ihr ganz offiziell am Türschloss dezent, aber präsent. Ne? Jawohl. Den Feuerwilli, einen schönen Dank. Prima. Tolles Auto, ne? Dass er noch lange gute Dienste leistet. Ne? Ja, schauen wir mal. Alles klar, okay. Super. Bitte.